Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chigi Boink und das ist Elite Dangerous. Jetzt einfach nochmal sofort gestartet, nachdem ich die letzte Folge unterbrochen habe, in der es irgendwie eigentlich primär, aber auch nur am Rande und dann auch rein spontan um Total Biscuit ging, der am 24. Mai an Krebs gestorben ist. Ja, unsere Mission ist, wir haben einen verdammt reichen Touristen an Bord, der will rumkutschiert werden. Und wir jetzt auf dem Weg zum zweiten Ziel. Es sind noch 11 Sprünge. Keine Ahnung, warum hier das Licht von dem PlayStation-Controller mal angeht, mal aus ist. Ist das irgendwie je nach Laune oder Emotion? Wirklich sehr emotionale Steuereinheit hier. Gluschheimer, was ist das überhaupt für ein Name? Bitte, kann mich mal jemand aufklären. Das bringt mir das Ganze hier nochmal 1 Million. Ach, kann ich jetzt nicht gucken. Ich glaube schon. Ja, warum sollen auch Verstöße festgestellt werden können? Ich habe ja nichts Bösartiges an Bord. Und der Terrorist hat einfach nur Kohle. Das, ja, nicht immer bösartig sein muss. Kanki. Okay. GX507. Mhm. Ein brauner Zwerg. Sternklasse T-Stern. Ja, der Treibstoff neigt sich langsam dem Ende zu. Das ist ein brauner Zwerg hier. Das da. Frameshift Drive Charging.
Das nächste ist ein roter Zwerg. Ist auch schon irgendwie ein bisschen orange, ne? Also ganz rot ist er jetzt nicht. Von hier, achso, ist auch wieder ein roter Zwerg. Beim nächsten Mal streame ich das Ganze auch wieder. Habe mich jetzt eher spontan entschieden, ein Lied zu spielen, weil Battletech warum auch immer nicht funktioniert. Ich werde es klären. Der GOG-Support ist da eigentlich immer ganz schnell. Das System heißt Nine Puppies und es ist ein G-Stern, weiß-gelb, Aufschwungberechte. Oh, hey, was ist hier los? Okay. Drei Sprünge. In der Folge mal gucken, was hier so politikmäßig im Moment abgeht. Bin ich auch noch nicht mit beschäftigt. Ich wollte nur wissen, wie viel Kohle ich jetzt bekomme. Gleich, irgendwann, wenn wir zu Hause sind. Es ist auch ein K-Stern, gelb-orange. Eine 1.641.000. Das ist okay. Okay, wo müssen wir hin? Sag's mir. Glutschleimer 4. Glutschleimer. Wir nennen es einfach Glutschleimer. Wo ist Nummer 4 hier? Da ist sogar die Touristenbarke. Mega. Na denn.
eine Station, da auch direkt nämlich auch auftanken. Was ist das da? Hat er mir nicht verraten, der Punkt. Jetzt wird's spannend. Fliegen wir da vorbei? Ja, nein. Aber der Geschwindigkeit wohl eher nicht. Schöner Planet. Sieht irgendwie aus ein bisschen wie der Mars. Sind wir deswegen hier? Das ist echt fies, wie dieser Timer immer runterzählt. Die anderen mit ihrer Porno-Karre. Mein Gott, die haben alle so was. Mission aktualisiert. Sowohl Klein interessiert sich für Sehenswürdigkeiten. Aha, was heißt das? Touristenattraktion 331. Im Zuge der ersten Kolonisierung dieses Systems wurde versucht, diesen Planeten mit Hilfe einer experimentellen Technologie zu terraformieren. Dieser Versuch schlug fehl. Die Terraformierung mittels gewöhnlicher Methoden war dagegen auf zwei anderen Welten in diesem System erfolgreich. Das ist schön. Danke für Ihre Gastfreundschaft und diesem Flugkommandant. Bringen Sie mich zurück nach Matheson Terminal. Mache ich gerne. Aber erstmal brauche ich Sprit. Ich brauche Sprit. Was ist das nächste? Ich vermute, dass hier... Warum nicht? Greifer ausgefahren. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, wir brauchen jetzt keine zwei Tage bis dahin. Sondern 20 Sekunden wäre okay. Das ist aber echt ein Riesensystem, ne? Glutschleimer 7. Glutschleimer. Wir werden das System in den kommenden Stunden nicht verlassen. Vielleicht möchten Sie unser Unterhaltungsprogramm an Bord nutzen. Kam jetzt aber nicht von meiner Seite aus, an meine Passagiere. Immer schön im blauen Bereich bleiben.
Treibstoffreserve bei 25%. Ja, alles gut, ich tanke ja auf. Boah, das war aber nah. Krass. Das Ding ist ja cool. Fünf föderale Sicherheitsschiffe. Das Ding scheint wertvoll. Aber sieht auch fantastisch aus. Wow. This is a no-fire zone. Power down weapon systems immediately. Okay. Leute, es ist alles gut. Ich habe keine Waffen hier. Wow. Das ist beeindruckend. Hat ein bisschen was von Sims. So von den Vorgärten her. Ups. Sorry. Warning. Engage landing gear. Bisschen aus der Übung. Viel aus der Übung. So, ich will eigentlich auch nur tanken. Danke. Oh, eine Werft ist ja auch. Hat denn ein schönes Sidewinder? Nö. Edder, nö. Diamondback Scout, nö. Dolphin könnte ich mir leisten, aber ich spare. Hier gibt es auch ein Federal Dropship. Auch potenziell interessant. Ein Orca. Ja. Steht erstmal nicht zur Debatte. So, wenn ich das verkaufe, kriege ich 379.000. Komm, ich verkaufe jetzt mal mein ganzes Zeug hier. Was kriege ich jetzt für eine Nachricht? Wir freuen uns, Sie darüber zu informieren, dass sich Ihr Ruf bei der Glühschreimer Silver Creative Compaction auf akzeptiert verbessert hat. Oh, danke. Freut mich. Gibt es hier eigentlich diese komische Dingsbums-Technologie, die der will? Unterhaltungselektronik? Schade. Egal, ich fliege jetzt weiter. Puh, das sind viele Jumps. Können wir das beschleunigen? Irgendwie? Ja, können wir. Dann müsste ich heute auch schon wieder auftanken. Wie viele Jumps sind das denn? 11. Die andere Route. Um 30.
nehme mal hier die schnellste Route. Muss ich halt tanken, ist ja egal. Der Gin-Sektor. Da gibt es Gin en masse. Aber schöne Station. Orbis Sternhafen. Prunario Terminal. Cool. Gefällt mir. So, das heißt, ich habe jetzt noch. Bin ich. Oh. Muss ich mal gucken, wie viele Jumps ich noch habe. Bevor ich tanken muss. Es bräuchte so eine Companion-App, oder? Das wäre ganz cool. Auf dem Handy. Zwei, drei und dann. Ich glaube, den Rest schaffe ich dann, oder? Wenn ich einmal aufgetankt habe. Könnt ihr hier auch bei den Sternen sammeln und es dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Den Jump kann ich noch machen, glaube ich. Oder? Doch. Ja, also beim nächsten muss ich dann tatsächlich tanken. Frameshift Drive Charging.
Obwohl, den Jump kann ich noch machen, aber ich will lieber... Was ist denn die nächste Station? Die hier. Ich will lieber einmal tanken. Ich liebe diese klassischen Elite-Stationen. Komm schon, drop out. Direkt am Eingang. Super. To Lacey Jolly Hotel Echo. This is an Alliance starport. Please request docking permission prior to landing. Access granted. Danke. Pad 43. Willkommen. Ship is on deck. Clear to offload. Nur aufhören. Und ich gucke mal, vielleicht gibt es ja hier die Elektronik. Natürlich nicht. Aber die Nachfrage ist echt hoch überall.
Mysteriös. So. Galaxiekarte. Und es reicht. Alles klar. Sehr gut. Ship released. Regulate your speed when exiting the docking bay. Ja, ja. Wo ist denn jetzt das System? Nee, ich will nicht die Elan-Station. Da will ich hin. Danke. Geht's jetzt? Der Notausgang, ne, Notausgang, Notausstieg oder so. Wäre ich gruselig, wenn auf jemand, auf einmal jemand sitzen würde. Hund ist gerade aufgestanden und schaut mich erwartungsvoll an. Ich glaube, sie muss raus. Aber ist ja nicht mehr lang. Nur noch 3 Sprünge. Thank you.
immer schön warten, bis die Sonne nicht mehr rot ist, weil dann überhitzt ihr auch nicht. Jetzt habe ich nicht mehr viel Treibstoff. Okay, letzter Sprung, das ist okay. Kommen wir mit aus. So, home sweet home. Das ist das richtige Terminal. Ja. Mega krass, wie wir jetzt hier in so einer Sonne beschleunigt haben. Na komm. Boah, wäre jetzt blöd, wenn er mich abbremst, dieser Planet hier. Aber wo? Das könnte Landeplatz 2 sein. Nee, das ist Nummer 1. Da ist Nummer 2. Boah, eine fast perfekte Landung.
paar Kratzer. So, ich liefere den sofort ab. Ja, ich will die Kohle. Gerne. Laklano Workers Party erfreut sich hoher Bürgerzufriedenheit. Unruhen sind unwahrscheinlich. Cool. So, was können wir tun? Alles klar, auftanken. Lackierung ist angekratzt. Jetzt nicht mehr. So, sonst noch irgendwas? Treibstofflager ist voll. Nun denn, meine liebe Freunde, ein bisschen Kohle verdient. 8.792.000, das ist super. Ach, jetzt geht's ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder auf Twitch zu sehen und dann später hier bei YouTube. Wenn ich denn nicht das Problem mit Battletech auf die Kette bekomme. Ich muss mal schauen. Ich hoffe, ich bekomme schnell Antwort von GOG. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!